Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder zurück in Far Cry 3. Hier ist wieder euer Servus 2478 und ich habe mir für heute vorgenommen, dass ich ein wenig auf so Kartenerkundung hier halt ein bisschen mehr aufdecke, die Stützpunkte übernehme, damit wir da mal ein bisschen kommen. Weil ich weiß auch überhaupt nicht mehr, wo die Hauptmission nicht weitergeht. Ich habe da nichts nur auf der Karte bekommen. So, vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen, verdammt. Ja, ich weiß, aber welche Karte fahren, dass wir da meine Gruppe sind. Vielleicht mir dann die mit dem LKW fragen, aber das mit seinem PS, der kommt ja super hoch. Den hatte ich. Meinen guten Freund habe ich immer noch dabei. Oh, Alter, ich finde es einfach mega krass, das Ding. Am besten hat immer noch die Sniper. Gleich davor. Muss ich noch einmal beim Berg oder nicht? Och, wir sind ja hier noch ganz weit weg. Ganz weit weg sind wir da, hä? Na, wir können doch bestimmt von oben runter. Klicken. Da oben bleiben sie. Ach. Tja. Wir sind ja gelenkig und sportlich, ja. Das werden wir schon schaffen. Da ist es jetzt. Da ist es nicht. Lalalala, ich rutsche schon ein. Nicht. Weil es hier einfach nicht mehr weitergeht. Verdammt. Roberta. Meinst du nicht? Im Visier gehabt, aber natürlich konnten wir die nicht taggen. Ja, perfekt. Einfach kann ich weg. Ja? Soll ich das von oben machen? Da, der ist down. Da ist einer. Kann ich dann den da durchnehmen? Ich stehe ja auch. Den habe ich natürlich sehr gut getroffen. Immer was ist denn? Scheiße. Das wollte ich ja eben vermeiden, dass sie nicht... Wir sind in einer halben Minute da. Na egal, haben wir mal ein bisschen Verstärkung angelockt. Hatten wir bis jetzt auch noch nicht. Können wir ja einfach mal zeigen. Genau, ich wollte das nur mal zeigen. Wie das ist, wenn man Verstärkung holt. Wir kommen von beiden Seiten rein. Da gehen wir mal so ganz schnell runter. Oh, Hunde. Das funktioniert doch bestimmt jetzt super. Lalalala, oh verdammt, ich bin jetzt Level selber im Feuer hier. Tschüss. Tschüss. Und tschüss. Das hat super geklappt bis jetzt.
Warte, ich tag die mal hier ein bisschen für alle. Damit wir das hier ein bisschen einfacher haben. Da die sehen mich nicht hier. Komisches Ding kann ich. Lalalala. Boah, ich komme hier schon wieder gar nicht zum Reden. Lalalala. Ihr kriegt mich nicht, ihr kriegt mich nicht. Ja, gar nicht hier. Komm da hoch, boy. Ja, ich komm da hoch. Das ist natürlich sehr praktisch. Weil ich von hier oben ja viel besser gesehen bin. Wo ist noch wer? Hier ist keiner mehr. Alles klar, wir haben es mal wieder geschafft. Wir haben einen neuen Stützpunkt erobert. Boah, ich freue mich das auch. Oh, ja, ich habe einen Stützpunkt. Oh, das ist ja toll. Oh, ja. Ja. Oh. Da zu meiner Jugend, da war das noch was Besonderes. Aber heutzutage, ja. Ja, da macht das ja jeder krumm. Ja. Da ist jeder, der hergelaufen. Denkt sich so, ja, kann ich mir mal einnehmen. Ja, wir können das ja alle. Ja, aber zu meiner Zeit, da galt man noch als Held, ja, so war das. Ja. Ich hab jetzt schon untersucht. Oh, ist klar. Ja, und ich mache jetzt hier nicht nur ein Let's Play von dem lieben Far Cry 3, nein, ich mache ja auch nebenbei noch ganz viele andere. Probiert zurzeit irgendwie alles aus. Deswegen kommt auch alles ein bisschen unterschiedlich. Mal kommt das, mal kommt das. Ja, ich kann das zurzeit nicht so ganz planen. Habe ich ja schon im Vlog erwähnt. Aber schaut doch euch auch einfach mal die anderen Spiele an. Viele sind auch gratis davon. Weil ich mag es einfach gratis. Es gibt immer noch was zu tun. Bitte kümmere dich. Ja, gratis Spiele sind immer gut, weil sie gratis sind. Und manche sind auch echt geil. Kann man nicht anders sagen. So wie zum Beispiel Unturned ist ganz witzig, aber jo, auch nicht der Superbringer, aber man kann es mal machen. Kostenlos? Sagt man nicht nein, wa? Inventar auffüllen? Ja, ich wollte Inventar auffüllen. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Man spekuliert hier rum. Gibt's nichts Tolles. Machen wir uns erstmal eine Spritze in den Arm. Aus Frust. Ah, der Geist. Die sollen alle in der Hölle schmoren. Unsere Arbeit geht. Ja, meine Arbeit geht ja auch zu. Lalalala. Hallo. Maus. Wir sind hier. Alles klar. Können wir als nächstes quasi. Funkturm. Wenn du die Aufträge von der Aushangstafel erledigen könntest, das wäre gut. Ja, ja. Wäre super, ich weiß. Aber das ist halt nicht so mein Ding. Ihr könnt das, glaube ich, besser. Macht das nicht. Ich komme dann später nochmal. Wow. Sehen uns. So. Ja. Wir können aber auch auf die Nerven nehmen. Vor allem, weil die alle gleich aussehen. Sind bestimmt alles anders. Man kriegt ja Klum wieder oder sowas. Das ist hier gar nicht krank, weil leider ist ein Abklatsch aus Star Wars, nur dass wir hier im Klüngel sind. Wieso? Wieso immer beim Autofahren? Beim Autofahren gibt's immer Nachladefehler. Keine Ahnung. Muss das mal vielleicht neu patchen. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das Problem auch habt. Weil ansonsten läuft das Spiel ja eigentlich relativ okay, wa? Allzu Standard. Wo ist denn jetzt? Da oben leuchtet der. Dann muss ich doch da bestimmt oben drauf, wa? Aber so ist das doch. Ist das oben, ja. Hat nur kurz gesehen, weil die Karte ein bisschen blöd, ne?
Spielt ja schon mein Verstand verrückt. Was ich auch schon ankündigen kann, ist ein kleines Halloween-Special, was noch geplant ist und vorbereitet werden müsste. Aber noch nicht ist. Aber es ist halt nur geplant. Eventuell kommt auch ein kleines Horrorspielchen. Mit Facecam. Wenn ich es schaffe. Ja. Was es für ein Spiel geben wird, das erfahrt ihr dann halt erst an Halloween, nach Halloween, ich weiß es nicht. Ich euch einen kleinen Fortgeschmack zu geben. Ich werde nicht alleine sein. Da werden noch ein paar andere dazu kommen. Oh nein. Nein. Was ist ein Nein nicht zu verstehen? Göttchen. Ey. Naja, jetzt haben wir ein bisschen Wildschweinspringen. War ja auch ganz praktisch. Brauchen wir nicht. Das Vögel oder? Das hört sich ganz nach verlegt an. Das hört sich nach verlegt an. Irgendwo da unten, oder? Du was? Du hast doch bestimmt was dabei. Ein ganzer Dollar. Boah, sind doch mega reich. Ah! Hab ich nicht. Mein Gott. Ich glaub, die kommen hier hoch. Oder? Runtergefahren. Hab Glück gehabt. Nee, ich habe keinen Bock hier schon wieder auf irgendwen zu treffen. Da hoch. Bin ich da? Ich bin nicht da. Ich bin da. Versteck mich hier auf dem Turm. Oh, jetzt haben wir uns hier versteckt. Ja, ganz geschult. Wir sind ja ein super Sassy. Wir können klettern. Ja, so ein bisschen Abklatsch von Assassin's Creed ist ja wirklich. Ist halt auch ja auch von Yubi. Ist doch. Boah, Alter. Das ist doch nicht euer Ernst. Achso. Ich muss den nicht so weiter dran halten. Weißt du, das mit Plündern ist ein bisschen klaut, kann man fast sagen. Oder sagen wir übernommen. Das hört sich besser an. Das mit dem Funkturm gleich synchronisieren. Also irgendwie ist das schon ein bisschen viel übernommen. In das Switcher. Da ist ein Switcher. Da ist mein Switcher. Wieso hält das Switcher was aus? Vor allem, wo ist das Auto? Das Auto ist da. Geil. Echt ein mega geiler Schluss. Boah, Alter. Boah, ich glaube Sturmgefahr. Wie der Turm wackelt gerade. Alter. Boah, ist das krass. Wow. Alter, ich komme gar nicht da dran. Mega. Was ich geil finde, das haben sie wirklich gut gemacht. Dass man hier dann oben auch den Wind ausgesetzt ist auf so einem Turm. Was halt auch... Dadurch wird es auch zur kleinen Herausforderung, da hochzukommen. Schön. Auto haben wir da. Wow. So, was gibt's kostenlos? Gibt's was kostenlos? Ja, ein Fähigkeitspunkt hier. Das ist ganz schön. Oh, ein RPG. Och, ja, das ist super. Boah, da müssen wir gleich zum nächsten Shop, aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Wildschweine. Ich bin nicht da. Lalalala. Alter. Oh mein Gott.
Das ging ja mal mega schief. Also wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Schreibt in die Kommentare, ob euch das Video gefallen hat, falls euch das Video nicht gefallen hat. Dann kann ich das alles viel besser einschätzen, wie ich schon im Vlog gesagt habe. Und ich will es so gern wiederholen. Also wir sehen uns dann. Bis zum nächsten Mal. Bye. 3. Ciao. Also kommt schon wieder. Die haben auch nicht die Nase voll von mir. Tschüssi.